Hallo, herzlich willkommen zum neuen Video. Wir waren heute bei der Metro einkaufen. Etwas Besonderes. Also so oft gehen wir da nämlich nicht hin. Wir waren das zweite Mal da und es gefällt uns sehr, sehr gut dort. Denn wir bekommen immer sehr schöne, viele tolle Sachen, Lebensmittel. Und also ich habe für über 30 Euro Käse gekauft und es ist wirklich fantastisch. Ich muss kurz noch, jetzt ist glaube ich ein bisschen besser. Also ich hoffe, ich komme am Anfang zum Käse, damit ihr das alle mitkriegt, dass ich käseverrückt bin. Der ist in der Tüte mittig. Dann müssen wir die abarbeiten. Ausgegeben haben wir 122 Euro. Wir kriegen ja hier immer so eine Rechnung. Es sind drei Zettel geworden. Was sagt der Kasten hier? Also da ganz hinten, seht ihr den? Ja, der ist ganz hinten erkennbar. Felsgold für 11 Euro. Also den hatten wir schon mal gewollt. Dann haben wir hier einen Bismarck-Kasten Wasser mit Glasflaschen. Sehr, sehr geil. Ihr kriegt heute nicht nur einen Einkaufszettel, ihr kriegt natürlich nicht nur einen Fußball, sondern ich habe auch noch einen Einkaufsplan. Diesmal, also wir haben nicht wie sonst immer wild drauf losgeschoppt und in den Wagen gepackt, sondern ich hatte wirklich einen Plan. Und am Ende des Videos werde ich euch auch verraten, was wir die nächsten Tage so daraus Tolles zaubern und essen werden. Und zwischendurch, wenn ich daran denke, werde ich es auch dazu erzählen, zu den Lebensmitteln. Das hat Oskar gekauft, weil es reduziert war. 50% Schokocroissant. Eins hat er schon gegessen, er hat zwei gekauft. Und dann grüne Soße. Also ich meine, grüne Soße, habe ich schon öfter was von gehört, ist auf jeden Fall eine Soße aus ganz vielen Kräutern. Deswegen habe ich sie noch nicht gemacht. Da ist nämlich drin Kerbel, Borretsch, Petersilie, Sauerampfer, Schnittlauch, Pimpinelle und Kresse. Ist also eine Mischung, die man für diese grüne Soße braucht. Und ich wollte es gerne mal ausprobieren. Und jetzt kann ich es machen, weil bei Kaufland und Co. habe ich so ein Paket noch nicht gesehen für grüne Soße. Und hier habe ich 200 Gramm, ich bin voll gehypt von diesen Lebensmitteln, ich liebe es total, Bärlauch, frisch gepflückt. Daraus möchte ich zwei verschiedene Sachen machen. Aus Bärlauch kann man wirklich alles machen. Es gibt ganz viele Bärlauchrezepte, Bärlauchbutter, ich möchte Bärlauch Spätzle machen. Also ihr könnt es im Prinzip überall mit reinmischen. Sweet Baby Ray's Barbecue Soße. Osok hat sich eine Soße ausgesucht. Er hat jetzt nicht so viele. In meinem Daily Vlog habe ich euch gezeigt, dass unser Kühlschrank wirklich sehr, sehr artig leer gegessen ist. Ja. Dass wir jetzt so mit unseren Einkaufsplänen so richtig so fresh starten und keine Altlasten in den Schränken haben. Wir haben alles aufgefuttert. Das ist Importware aus Amerika. Ich bin ja ein Fan von Soßen und sowas. Das wisst ihr ja vielleicht. Wenn nicht, müsst ihr den Kanal abonnieren, dann würdet ihr es wissen. Und ja, diese Barbecue-Soße, die habe ich da gesehen, die kostet 4 Euro und ein paar zerquetschte. Sehr teuer, weil es halt Importware ist. Egal. Aber ich wollte sie unbedingt mal ausprobieren, weil ich mag total Barbecue-Soße. Deswegen. Übrigens, hier ist auch noch so ein geiles Produkt: 500 Gramm Solo-Knoblauch. Da ist eine Knolle die Zehe. Das heißt, man hat nicht diese eklige Schnippelarbeit mit jeder Zehe, dass man die dann fällen muss und so, sondern diese Knolle ist die Zehe. Und für Knoblauch-Vielfresser, also für Osok und mich, ja, optimal. 5 Euro Pan. Dann haben wir hier für 42 Cent zweimal Schmand mitgeholt. Und für 1,09 Euro gab es eine Ready-to-Eat Avocado. Osok hat ja gestern Tomatenbrot gebacken. Ist ultra soft und ultra lecker. Und genau, Avocado-Creme, aber ohne Tomate, weil wir haben keine frischen, keine Tomaten. Schaut mal, Händelmeier bayerischer Senf, der war in der Werbung in der Metro. Das Glas hat 1,21 gekostet. Und ich mag eigentlich keinen Senf. Und das ist so ein, ich weiß gar nicht, warum wir den im Kühlschrank hatten. Wir hatten den auf offensichtlich gekauft. Und ich hatte den probiert. Und das ist einer, der schmeckt. Der schmeckt. Und ja, ich habe den dann immer schön so, wenn ich so Dressing selber gemacht habe, für Salat und so immer mit reingemacht. Voll gut. Kann man echt gut essen, so für Honig-Senf-Soße. Mega. So, hier haben wir TK-Ware. Einmal Spinat ohne alles. Ich gucke nochmal hier auf die Energiegehalt. 22 Kalorien pro 100 Gramm. Ein bisschen mehr als bei Kaufland, aber ist hier noch was anderes drin? Kaufland hatte 14 Kalorien pro 100 Gramm. Ich suche.
Nee, ist nur Blattspinat. Ist komisch. Bei Kaufmann hat noch weniger Kalorien. Aber bei 22 Kalorien pro 100 Gramm, da kann man auch wirklich nicht meckern. So, dann brauchten wir wieder Salz. 19 Cent. Ozark hatte einmal Salz unterwegs geholt, aber ich hätte gern halt ein Salz am Tisch und eins in der Küche und ich möchte das nicht immer hin und her tragen, deswegen brauchten wir noch ein zweites. Oh Gott. Achso, ich mache noch schnell TK und denke jetzt mit meiner großen Liebe weiter. Wir haben erntefrische Böhnchen, Brechböhnchen. 2,5 Kilo für 2,89 oder so. Mal schauen, hoffentlich schmecken TK-Bohnen. Und jetzt, Leute, haltet euch fest. Es ist die große Liebe. Parmigiano Reggiano. Und der war in der Werbung, in der Metro. Und die hatten einmal diese 12 Monate gereiften Reggiano. Also, Leute, also das ist Parmesankäse. Ich fange vielleicht von ganz vorne an. Parmesankäse kennt ihr alle und zu ganz vielen Hartkäsesorten sagt man auch umgangssprachlich Parmesan. Das ist aber eigentlich alles falsch, weil Parmesan ist schon ein geschützter Begriff. Und es gibt zwei Hauptsorten, die es am meisten im Handel gibt. Das ist einmal der Grana Padano, der Parmesankäse, und einmal der Parmigiano Reggiano, der echte. Und der Padano, der ist auch nur 6 Monate gereift. Und ihr merkt schon, also wenn man Ahnung von Käse hat, 6 Monate reicht eigentlich nicht für einen Hartkäse aus. Ne? Das ist so die günstige Variante. Und das ist der echte, der leckere. Und wenn man den Padano und den Reggiano nebeneinander isst, man merkt das auch auf jeden Fall, den Unterschied. Das ist auch wirklich, also beide Parmesansorten sind gut, aber es gibt zum Beispiel auch so Streuparmesan aus so einer gelben Dose, was man dann so drüber kippen kann. Soll auch Parmesan sein, das ist dann aus mehreren Käsesorten zusammengemixt. Das sind Welten, also das sind wirklich Welten. Dieser Käse ist extrem lecker und ja, der ist 36 Monate gereift, deswegen ich habe mich für die teurere Variante entschieden und ich freue mich voll. Das ist ein richtig, richtig guter Käse. Ja, das ist ein knappes Kilostückchen. Das kann man natürlich nicht einfach so aufessen. Wahrscheinlich würde er sich halten, wenn wir den in den Kühlschrank stellen, weil maximal trocknet er halt aus und wird halt noch älter. Willst du noch kurz sagen, was der Einzelpreis dazu ist? Das haben wir 23 Euro bezahlt. Nee, 27,92 für den Käse. Brutto, ja. Genau. Ja, also netto 23. Und der andere hätte 17 gekostet, also 19,90 mit Brutto halt. Genau. Genau, der Plan ist, dass ich den runterreibe, so ganz, ganz fein. Und dann frieren wir den geriebenen Käse ein. Dann kann man das nämlich sehr gut rausholen. Wir haben ja letztes Mal schon Käse eingefroren. Und wir haben auch noch ein bisschen da. Und der Streukäse, der eignet sich so viel besser zum Einfrieren, weil man kann dann, der ist ja noch lose, denn wenn er gestreut ist. Und man kann den voll gut portionieren. Ultra nice. Jedenfalls, den kannst du draußen liegen lassen. Den habe ich jetzt schon in den Kühlschrank. Der muss nicht in den Kühlschrank. Das ist Parmesan, der muss nicht. Ja, einmal voll geiler Käse. Ja. Und wenn ihr zum Beispiel in der Theke seid, könnt ihr auch zu der Verkäuferin gerne mal sagen, dass ihr beide Parmesansorten nehmt. Also die haben immer diesen Padano, Grana Padano und den Parmigiano Reggiano da. Wenn man das nebeneinander kostet, es sind wirklich Welten. Dieser Aufpreis zu diesem Reggiano, das lohnt sich schon. Also der ist auf jeden Fall sein Geld geschmacklich auch wert. Und dann habe ich hier noch so ein Käseglück einfach in der Hand. Das ist der sogenannte Mönchkopf. Ein Tete Moin AOP, also eine geschützte Ursprungsbezeichnung. Und das ist ein halber Tete. Und den haben die Mönche früher gemacht. Und den kann man sehr, sehr gut essen. Das ist ein ganz, ganz kräftiger Käse mit, ich bin noch nicht fertig, Ozark, mit einem blumigen Abgang. Und das Besondere an diesem Käse, der ist einzigartig, also einzigartig lecker. Ich mache meinen Schrank auf, Moment. Dazu braucht man nämlich eine Girolle. Ich zerstöre hier alles. Eine Girolle. Das ist ein Käsehobel, eine Girolle. Und man piekst den Käse hier einfach in der Mitte auf. Hier sind so kleine Auskerbungen, dass er dann auch wirklich fest hier drauf sitzt. Und dann, das habt ihr vielleicht schon mal an der Käsetheke gesehen, schabt man den so ganz langsam in so hauchdünnen Röschen
runter und es schmilzt so, so richtig auf der Zunge. Es ist ein sehr, sehr leckerer, teurer Käse. Und das Stück hat jetzt nur einen Zehner gekostet. Sehr, sehr lecker. Also gleich draußen lassen. Ich will den da raufsetzen. Okay, ja. Ja, okay, Entschuldigung. Ozok hat jetzt Pizzasalami geholt. 1 Kilo geschnittene Salami, die war hier auch im Angebot. Normalerweise kostet es einen Zehner. Und jetzt haben wir, glaube ich, einen Fünfer für bezahlt für den Kilo Salami. Also, günstiger geht's nicht. Nee. Und 50 Cent auf 100 Gramm. 2,5 Kilo gemischtes Hackfleisch. Hier ist auch ein Sticker drauf. Ozok möchte es gerne portionieren, kann man auch einfrieren. Und hier konnte Ozok auch nicht vorbeigehen. Ist leer. Wir haben eine Spanferkelkeule mit Knochen frisch. Ja, 2,746 Kilo und die hat hier auch diesen Sticker. Also wir haben es vor der Mülltonne gerettet. Die hätte eigentlich 24 Euro gekostet und wir haben die Hälfte für bezahlt. Und Ozok hat jetzt überlegt, ob er das runterschneidet oder im ganzen Nacht und so. Und ich habe gesagt, so, lass uns das doch, also die Haut einritzen, so die Schwarte hier drauf. Und dann wie Pulled Pork einfach fertig zubereiten. Das ist ja ganz normales, also es ist ja Spanferkelkeule, also ganz arg gepökelt. Und ich mag ja Spanferkel sehr, sehr gerne, weil ich mag dieses mit diesem Salzgehalt innen drin. Also ich mag das. Und ja, ich denke, Spanferkel Pulled Pork ist auch ziemlich geil. Mhm. Vor allen Dingen, man kann es dann einfach komplett, wenn es vollständig durchgezogen ist, einfach zerrupfen und es zergeht auf der Zunge. Wir machen weiter. Wir machen weiter. Ich freue mich voll. Ich mag einfach geile Lebensmittel. Ja. So, die Zwiebeln vom letzten Mal, die sind alle geworden. Und Ozok hätte gerne einen neuen 5-Kilo-Sack rote Zwiebeln gehabt. Genau, beim letzten Mal hatten wir den 10-Kilo-Sack gehabt. Und davon habe ich die Hälfte ja getrocknet und pulverisiert. Und ich habe ja auch teilweise meinen Brühpulver damit gemacht. Und ja, jetzt haben wir einen 5-Kilo-Sack. Und letztes Mal haben wir die andere Hälfte auch gut so weggegessen. Das ging ganz gut. Zwiebeln kann man, also wenn man Zwiebeln mag, also eine Zwiebel immer ans Gericht, ans Essen, kann man halt machen. Machen wir auch. So, und dann haben wir hier Saftorangen. Und zwar 5 Kilo. Und das würde ich auch gerne trinken. Und dann brauche ich mein Handy für den Essensplan. Und zwar habe ich meine Excel-Liste gemacht, damit wirklich nichts schief geht. Jetzt ist das Bild verrutscht, genau. Also, ich habe so Sachen aufgeschrieben wie Frühstück, Mittag, Abendbrot, Snack 1 und Snack 2, falls man zwischendurch Hunger hat, was man aber nicht essen muss täglich. Und eine große Liste, da steht DIY drauf und da sind dann so Sachen, die ich halt nicht so oft koche, die man dann, wo man den Rest einfriert, was man dann später noch essen kann. Also wie Brot zum Beispiel, selbstgemachte Riegel, Bananenpfannkuchen, Spätzle und sowas, ne? Genau, was ich nicht so oft mache. Also, heute essen wir noch Reste auf, was wir noch da hatten. Und zwar wollte ich gleich Erbsensuppe kochen. Und wir haben auch noch Kartoffeln da und auch Zwiebeln. Deswegen werde ich gleich so eine Dose Erbsen machen. Und Ozok hat gesagt, er möchte jetzt auch mitessen bei mir. Deswegen macht er auch nicht so viele eigene Sachen. Ganz wichtig. Aber heute esse ich Erbsensuppe und heute isst er noch sein selbstgemachtes Brot mit Avocado-Creme, hat er, glaube ich, gesagt. Ja. Genau, das ist der Unterschied. Und dann gibt es morgen Frankfurter grüne Soße. Also so heißt das Gericht, das sind Kartoffeln mit dieser grünen Soße. Man macht dazu Eier. Also wie Kartoffeln mit Quark und Ei macht man halt diese grüne Soße irgendwie dazu. Und ich bin auf jeden Fall ganz gespannt. Ich habe es noch nicht gegessen, außer glaube ich auch noch nicht. Nee, ne? Ich freue mich. Soll aber ganz lecker sein. Du hattest du das den Wasser-Dings gezeigt gehabt? Ich wollte eigentlich noch Pflaumen kaufen bei der Metro. Die gab es aber leider nicht. Ansonsten wäre das noch Snack gewesen. Und also zum Frühstück esse ich immer jeden Morgen Porridge. Und Ozok hat gesagt, manchmal macht er sich dann ein Brot oder so und manchmal skippt er Frühstück, weil er mit 2 Mahlzeiten am Tag besser zurechtkommt. So. Und die Frankfurter grüne Soße, also Kartoffeln mit der Soße und dem Ei und so, das reicht für 2 Mahlzeiten. Also auch Abendbrot geplant. Dann machen wir am nächsten Tag Kartoffeln mit Bohnen und mit diesen TK-Bohnen, die wir gehabt hatten. Und abends gibt es nochmal fertige so Hühnersuppe, so eine 4-Teller-Maggi-Tüte mit einem aufgeschlagenen Ei extra drin. Und dann mache ich endlich den Bärlauch verarbeiten. Und zwar mache ich Bärlauch-Spätzle selber.
Und die wollte ich schön, also man macht die erst die Spätzle, ne, dann bleiben welche übrig, dann kann man den Rest einfrieren, macht man gleich eine größere Menge und dann schön in der Pfanne schön knusprig braten mit Zwiebelschmelz und Käse und so. Richtig geiles Gericht. Hat dann auch viele Kalorien, deswegen wollte ich auf dem Abendbrot dann nur noch einen Salat für uns machen. Und ich schaue nochmal. Danach wollte ich Carbonara-Nudeln machen und dann gehen wir wieder bei Kaufland einkaufen und abends gibt es dann nochmal einen Salat, weil diese Carbonara-Nudeln auch viele Kalorien haben. Deswegen habe ich dann immer also ein kalorienreiches Gericht mit einem kalorienarmen Gericht, habe das so zusammengestellt, dass es ganz gut passt. Und danach wollte ich mal wieder bei Kaufland einkaufen gehen und noch ein paar andere Sachen holen, weil unser Kühlschrank war jetzt echt relativ leer. Ja. Normaler Aufschnitt, was im Angebot ist, beispielsweise. Wir haben jetzt nur Salami da, wir haben sonst keinen weiteren Aufschnitt, beispielsweise. Genau, du hast aber noch Hummus und ich könnte eine Eicreme machen oder sowas oder eine Tomatencreme. Also ich habe ja noch getrocknete Tomaten da. Könnte ich dir alles selber machen oder Avocado-Creme, Osok. Also man muss es halt zubereiten. Daran scheitert es ja immer oft, ne? Genau, wenn wir wieder bei Kaufland einkaufen gehen, sagen wir auch wie es weitergeht an Lebensmitteln, an Ernährung. Genau, dann seht ihr den Ernährungsplan und ihr könnt natürlich aber auch gerne in die Kommentare schreiben, was ihr mit unserem Einkauf an Gerichten gerne zaubern wollen würdet. Das würde uns natürlich wahnsinnig interessieren. Und wenn ihr Foodhauls mögt, dann, wie gesagt, könnt ihr kostenfrei die Mira abonnieren und das würde uns sehr, sehr, sehr genau, unterstützen. Genau, das würde ich mich sehr freuen. Die Metro würde sich auch sehr freuen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao! Cool.